Hi, willkommen bei mir zu Hause. Wieder auf dem Balkon. Es regnet. Ich zeig's mal. Super Baustelle. Freue ich mich immer drüber. Oh, so wie ich das sehe, ist das. Regen, Hippie. Ja. So. Dann wollen wir mal loslegen. Die Baustelle gegenüber, die macht. Das, die machen so einen Krach. Mann, Mann, Mann. Bin ich froh, wenn das Altersheim endlich aufgemacht wird. Ich glaube, dann wird es was ruhiger. Nun gut. Heute habe ich zwei Pakete bekommen. Einmal hier. The Pathfinder Store aus Indianapolis. Also sprich von Dave Canterbury. Und bestellt habe ich mir da eine Rolle Bankline und ja, eine Segeltuchnadel. Ich hoffe, man hört mich, auch wenn die da draußen einen Krawall machen. Das ist nicht normal. Na gut. DHL, okay. Es war zwar per UPS. Im Pathfinder Store angegeben, aber dann lieber DHL. Ja, die eine Rolle Bankline, 470 Fuß, wo er immer sagt, das ist das schwere Material. Also ich mach's mal auf, man kann den Teer schon riechen. Riecht wie eine frisch geteerte Straße. Ich zeig das mal. Ich hoffe, die Kamera kann das ranzoomen. Wiegt nicht wirklich viel, ist auch nicht sonderlich klebrig, so wie das immer beschrieben wird. Ich hatte mir das schlimmer vorgestellt. Pathfinder Store, meine Adresse, klar. Number 36 Bankline und eine Sail Needle, also die Segelnadel. Da ist sie. Die ist schon sehr dick. Also Dave Canterbury hat mal beschrieben, dass er im Notfall sich damit nähen würde. Also wenn er irgendwie eine Wunde hätte. Ich kann mir das bei der Dicke nicht vorstellen. Absolut nicht. Nein. Er hat hier drei Ecken am Anfang. Ja. Ja, wie man sieht, kann ist
hoffe, man kann das sehen, ist das aus verschiedenen Fasern zusammengedreht. Ah, jetzt, wo ich das so ein bisschen zusammen, ich hoffe, man kann das sehen, ein bisschen zusammendrehe, sieht man, dass es wirklich durch den Teer gehalten wird. Ich will damit unbedingt meine Rider Gloves reparieren oder nähen, weil die sind mir einfach zu schade zum Wegwerfen, weil da ist ein Loch drin, ich glaube am Mittelfinger oder so. Ich werde es damit versuchen. Jetzt kommt Paket Nummer 2. Das ist von Globetrotter. Bei Globetrotter habe ich mir ein Matrosenmesser bestellt. Und das sah im Online-Store ein bisschen aus wie so ein altes Schlachtermesser, was man Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts benutzt hat. Erinnerte mich auch ein bisschen an das, was meine Großmutter noch benutzte in den 70ern letzten Jahrhunderts. Und deshalb habe ich es mir bestellt und es kostete wirklich nur 12 Euro und ich glaube 95. Packen wir es aus. Da ist es. Das ist von der Firma Meru und ist online bei Globetrotter im Online-Store zu beziehen. Das ist ja, der Griff macht einen guten Eindruck. Der Stahl eigentlich auch. Ist ein bisschen beweglich, wie man sehen kann. Und wenn man schon ein, da ist ja kein Review, ist ja ein Unboxing. Wenn man schon ein Unboxing macht und will davon berichten, sollte man schon eine Schieblehre dabei haben, um zu zeigen oder zu sagen, was da genau drin ist. Ich hole das jetzt mal. Manchmal zweifle ich echt an meinem Verstand. Wo ist das Ding jetzt hin? Verdammt nochmal. Da bin ich wieder. Ich hab's gefunden. So. Die Klinge ist 2,65 mm und vorne 0,9 mm dick. Klingenlänge. Ich weiß nicht, ob man das ab dem Griff misst, wären 13 cm.
da bekommen wir doch eigentlich schon Ärger mit der Staatsgewalt. Obwohl, da muss man zu sagen, das verstehe ich nicht so ganz, denn so manche Küchenmesser, zum Beispiel Tranchiermesser oder sonstige Messer, die sind 18, 20 Zentimeter lang. Ist das dann ein verbotener Gegenstand? Oder geht es nur darum, ob man den draußen tragen kann? So, also zum Griff selber kann ich nichts sagen, zum Stall auch nicht. Das stand auch nirgendwo jetzt in der Beschreibung drin oder so beim Bestellen. Macht auf jeden Fall einen sehr soliden Eindruck. Erinnert mich wirklich ein bisschen an ein Küchenmesser oder ein Metzgermesser aus dem letzten Jahrhundert, jetzt Jahrtausend, aus dem ich ja auch stamme. Ich bin Baujahr 70. Die Schneide. Ich hole jetzt mal einfach ein Stück Papier hier von der Firma Meru oder Globetrotter. Ich teste das jetzt einfach mal so, ob das scharf daherkommt. Ne, ist wohl das falsche Papier. Ihr könnt das hören, oder? Das ist der Knaller. Ich wünsche mir, dass sie Feierabend machen. Du kannst kein Video drehen in Deutschland, ohne dass sich irgendwer Krawall macht. Das ist unmöglich. Also, ich versuche es an einem normalen Papier. Oh! Schlecht. Und das für ein 12-Euro-Messer. Und das ist wahrscheinlich, also Matrosenmesser soll wohl, das sollen die wohl wirklich getragen haben. Ich weiß es nicht. Ich kenne keine Matrosen. Zu der Scheide. Die ist aus Leder. Erinnert mich ein bisschen an eine Scheide von Mora, allerdings, wie gesagt, aus Leder. Mit einem Ledergürtelclip. Und darin, so wie ich das sehe, ich glaube nicht, dass man es sehen kann, ist aus Plastik etwas zum Schutz fürs Leder. Und das war's. Ich habe schon wieder was vergessen. Es ist unglaublich. Das hole ich jetzt nochmal. Augenblick. Was es damit auf sich hat, verrate ich euch auch gleich. Mit Scheide wiegt das Ganze 178 Gramm. Das Messer an sich 119 Gramm. Also mein Fazit fürs Erste. Es ist ein sehr solides Messer und für 12,95 Euro hat es gekostet. Kann man, glaube ich, nicht wirklich viel verkehrt machen. Ich werde es demnächst mal im Wald testen. Legen wir das mal auf Seite. Jetzt komme ich zu dieser kleinen Axt oder einem Beil.
Das habe ich für 6,95 Euro in einem Baumarkt in Neuwied gekauft. Das liegt bei Koblenz. Das gefiel mir von der Größe her, vom Holzgriff her. Der war unbehandelt. Ich habe das ein bisschen mit ganz normalem Pflanzenöl eingerieben, damit er nicht so spröde ist. Und das werde ich verschenken. Und zwar an Daniel Overkill aus dem Aachener Raub. Dazu kommt eine Plastiktüte von der Rewe, das heißt vielmehr ein Beutel, worin immer die gepressten PET-Flaschen transportiert werden. Das heißt, der ist schon sehr reißfest. Und da packe ich ihm noch eine Rettungsdecke bei und dann kann er mal, falls er will, einen schönen Shelter bauen. So, und das Ding wiegt 854 Gramm. Für 6,95 Euro schenke ich ihm das gerne. So, das war's. Wir hören und sehen uns auf YouTube, auf Facebook, besonders bei den Messerfreunden, den YouTube-Bushcraftern und ganz besonders bei der Gruppe Bushcraft Beyond Survival. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Ich freue mich über Kommentare, Bewertungen und Subscriber natürlich auch. Bis dann. Tschüss.